Wer aktuell in den Streams dabei ist, der wird wissen, dass der Bloodstalker aktuell eins meiner absoluten Lieblingskreaturen ist. Und in diesem Video soll es darum gehen, dass wir den mal vorstellen, wie steuert man den, was kann der eigentlich und warum sollte man sich den eigentlich zähmen. Moin, mein Name ist Nico der Profi und auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark, schon über 100 Videos zu dem Thema. Wenn du da also Bock drauf hast, dann lass gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wir haben ihn schon vor uns, den Bloody. Und ja, wir sind auf The Island und nein, man kann ihn hier nicht zähmen. Der Bloody ist eine Kreatur aus Genesis 1, das heißt DLC-Kreatur und exklusive Kreatur dann natürlich entsprechend für die Map. Und ich würde sagen, wir fangen mal so ganz einfach an. Wir haben gerade die Spinnensicht bzw. die Spider-Vision aktiviert. Dann sehen wir hier, dass uns, ja, Dinos oder Kreaturen rot angezeigt werden. Und wenn wir mit unserem Fadenkreuz hier auf den Pete gehen, dann sehen wir auch, dass da so ein blauer Kreis bei ihm ist. Drücken wir jetzt die linke Maustaste, ziehen wir ihn an uns ran, weben ihn ein in ein Spinnennetz und unser Bloody haut da mal ordentlich rein. Und wir können dabei abspringen und können dann entweder dabei helfen, das Tier zu besiegen oder in der Zeit irgendwas anderes machen. Keine Ahnung, es sind gerade zwei Raptoren da. Den einen bowlern wir, den anderen ziehen wir ran, der Bloody macht ihn platt, den anderen machen wir platt, irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall mega nice. Das funktioniert ja auch mit Fisch und so, ne? Also das funktioniert mit ganz, ganz vielen anderen Kreaturen auch. Können wir uns einfach hier ranziehen, muss man einfach ein bisschen ausprobieren. In der Regel alles, was rot ist, kann auch rangezogen werden. Und so hielt der Bloody sich auf jeden Fall auch, denn, das ist ein ganz wichtiger Punkt, fällt die Gesundheit des Bloodys auf unter 25%. Wird er anfangen, euch anzugreifen. Wir können uns das mal so ein bisschen angucken eben hier. Man sieht das vielleicht ganz gut, dass in meinem Nacken quasi der Rüssel drin steckt und ja, der Bloody uns quasi so ansaugt, ne? Dementsprechend hat er die Möglichkeit, wenn er unter 25% fällt, uns eben anzugreifen bzw. selbst auszusaugen, damit er eben mal im Blut rankommt. Machen wir mal weiter mit den Kreisen. Wir haben noch zwei weitere Kreise, die sich immer wieder hier auf der Map bewegen und eben Ankerpunkte suchen. Damit können wir uns ranziehen. Damit können wir so einen Spinnen... Ja, was ist das? Ein Spinnenweben können wir hier schießen. Und können uns dann hier an Gegenstände ranziehen bzw. an Orte und können so über die Karte traveln. Das Ganze geht auch mit der rechten Maustaste, dann ziehen wir direkt zwei ran. Ja, und ballern uns hier nochmal durch die Gegend. Und wichtig, wir fallen von relativ weit oben und nehmen keinen Fallschaden. Das heißt, der Bloody ist auch immun gegen Fallschaden. Richtig, richtig nice. Und wir können natürlich nicht nur Kreaturen hier anziehen mit unserem Cursor. Wir können auch andere Spieler im PvP von ihren Dinos runterziehen. Da muss man ein bisschen gucken, aus welcher Position man drauf gehen muss. Da muss man genau schauen, ob man da jetzt den Dino hat oder ob man den Spieler tatsächlich hat. Aber mit ein bisschen Übung kriegt man das raus. Außerdem hat der Bloody einen Doppelsprung, wie wir hier sehen können. Und er kann auch gleiten. Das ist die Steuerungstaste auf dem PC. PS4, Xbox, bin ich mir jetzt nicht sicher. Könnte L1, R, könnte L1, R1 zusammen sein, beziehungsweise LB, RB. Aber keine Garantie auf irgendwas. Zusätzlich können wir uns auch hier an der Felswand bappen, wenn es denn funktionieren würde. Einmal ranspringen, Leertaste gedrückt halten, beziehungsweise Sprungtaste gedrückt halten und dann sind wir hier. Wir nutzen mal eine andere Wand, also sehr gut, ne? Leertaste gedrückt halten und dann können wir hier auch an die Wand rangehen, können hier auch lang sprinten. Ziemlich praktisch auch das, also um über die Map zu kommen, sehr, sehr gut. Kommen wir zum weiteren Aspekt des Bloodys. Wir sehen es schon hier, wir gleiten so ein bisschen auf der Wasseroberfläche, was nice ist. Und wenn wir jetzt das, und wenn wir jetzt X drücken, dann können wir damit auch abtauchen und wir sind sogar sehr schnell unterwegs. Mega, mega cool. Erneut auf X drücken, dann sind wir wieder über dem Wasser und können hier wieder unseren Kram machen. Mega nice. Der Bloody kann natürlich nicht nur hier die Gegner ansaugen, wir können auch mit C, das ist unsere Alternativattacke, können wir eben auch hier zustechen und Gegner beseitigen. Das kann ganz hilfreich sein, wenn man eine größere Gegnergruppe gegen sich hat von Kreaturen, die man easy besiegen kann mit dem Bloody. Was auf jeden Fall auch noch nice ist, ist folgendes. Wir können hier, wenn wir einen Gegenstand auswählen, kommen wir hier in eine erhöhte Position rein. Wir schauen uns das mal kurz an. Normalerweise ist der Stand eben so, relativ tief über dem Boden, relativ flach. Wählen wir etwas aus, kommen wir in eine erhöhte Position und können jetzt quasi von hier aus dann auch angreifen und dann quasi auch unsere Pfeile verschießen, beziehungsweise, wenn der Dino mal kurz weggeht, ja, beziehungsweise können wir jetzt halt hier auch so dann
Ich glaube, mit der Steinschleuder, ja, da funktioniert das doch ganz gut. Könnten wir jetzt auch dann auf Gegner raufschießen und halt Gegner betäuben, ne? Beispielsweise. Und dann wechseln wir wieder drauf zurück und können uns dann schnell bewegen. Was ich allerdings bevorzuge, sagen wir mal, wir wollen jetzt hier eine Schildkröte zähmen. Dann machen wir einfach Folgendes. Ich würde jetzt einfach hier abspringen. Nehmen wir jetzt die Steinschleuder. Macht man natürlich nicht damit. Wir schießen mal hier rauf auf die Schildkröte. Wir sagen, das ist ein schnelleres Tier als jetzt die Schildkröte. Schießen hier rauf, machen unsere Hits so ein bisschen. Sehen, okay, die kommt uns zu nah. Wir gehen zum Bloody zurück und können jetzt mit unserem Double Jump quasi einfach hier rüber gehen. Wären dann auf einer anderen Seite, also können einfach das Tier, was wir zähmen wollen, so ganz gut kiten. So habe ich beispielsweise auch auf dem Zarazar PvP-Server meinen ersten Agi geholt, weil man einfach super schnell und super agil damit ist. Sag, Schildkröte ist jetzt hier nicht das beste Beispiel. Funktioniert aber auch bei Agis, deswegen ist das auf jeden Fall auch eine coole Sache. Was noch ganz wichtig ist zur Steuerung, was ich eben vergessen habe, wenn ihr euch irgendwo ranzieht, wir sagen, ihr hängt jetzt hier, dann könntet ihr einfach X drücken und euer Spinnennetz wird quasi losgelassen und ihr kommt da halt weg. Das ist nochmal ganz wichtig. Und manchmal funktioniert auch der Übergang von diesem Schwung nicht so ganz reibungslos. Da kann man also dann mit der X-Taste nochmal ein bisschen nachhelfen, dass man eben den Schwung mitnimmt und schön immer mit Tempo über die Map rüberkommt, dann macht das Ganze auch auf jeden Fall richtig, richtig Spaß. Dieses andere Spaß mit Doppel S, ihr wisst, was ich meine. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.